Hallo zurück, liebe Freunde des gepflegten Gamings, hier bei Minecraft Let's Play von mir, von Blondom Silver. Ihr seht es schon, jawohl, wir haben unsere alten Texturen wieder und es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich kann zwar bis zum Boden gucken, das Wasser stört mich hier ein bisschen, aber wie immerhin haben wir unsere schöne, schnuckelige Umgebung wieder. So, was wollen wir tun? Also, wir haben hier natürlich jetzt unsere letzten Folge, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, bestimmt alle haben es gesehen. Jetzt zwei Schafe hier in unserer Umgebung. Jawohl, da sind sie mit ihrem Sprössling. Den kann man schlecht sehen. Da guckt er uns an. Den Hund nehmen wir mal hier raus. Der gehört da nicht rein. Kriege ich den so raus, den Hund? Guck ich dich raus. Wollt ihr nochmal? Könnt ihr nochmal? Stimmt, könnt ihr nochmal, ne? Jawohl! Und da ist schon wieder Nachwuchs. Mensch, die pflanzen sich fort. Ich wünschte, ich hätte das mal gemacht. Komm, Hundi. Ich hätte die Potenz hier. Kommt der Hund da raus? Ja, wenn wir weggehen, ne? Wie war das? Wenn der Hund weggeht, wenn wir weggehen, kommt der Hund doch mit. So. Da ist er schon. Jawohl. Sehr gut, wow, wow. Lass mir die Schafe mal alleine kuscheln. Hier fehlt's noch an Gravel. Ein bisschen Gravel. Na komm, wow, wow. Du passt hier schön auf unsere Behausung auf. Wo ist er? Wo ist er? Wow, wow. Da ist er doch. Na komm, dann setzt du dich mal da hin. Passt du mal schön auf hier? Jawohl. So, es wird dunkel und ich gehe mal nach drinnen. Was mir noch nicht so gefallen hat, ist hier oben unser Balkon. Mich hat ein bisschen gestört, dass ich nicht so gut hier drüber gucken kann und dass ich hier zu viel Zaun habe. Das stört mich so ein bisschen. Das heißt, ich glaube, ich werde das hier also gerade noch mal ein bisschen neu machen, damit wir mal ein bisschen am Häuschen weiterbauen können. Denn in Zukunft habe ich noch viel, viel mehr vor mit euch. Aber das wird natürlich alles immer später verraten. Ich habe mir so eine kleine Liste gemacht mit dem, was ich gerne mit euch bauen möchte. Nehmen wir mal 42 Holzstiefchen mit. Jawohl. Ich transportiere das mal weg. Werkzeug habe ich immer in der Tasche. Jawohl. Das ist auch gut. Hauptsache erstmal rausgehen, wieder hochgehen, bevor man kontrolliert, ob man Werkzeug war. Das ist immer gut, damit man drei, vier Mal hin und her laufen muss. Ne? So, jetzt haben wir erstmal hier die Wolle ab. Nicht draufstellen und hauen, das wäre ganz schlecht. So, ach komm. Egal, die holen wir uns später nochmal nach. Jetzt füllen wir das Ganze mal hier auf. So, jetzt haben wir natürlich unser Plateau, was mir nicht mehr so gut gefällt. Deswegen hauen wir hier nochmal die zweiten Stiefchen drauf. So, dann sind wir auf einer Ebene, auf der wir auch mal schön hier drüber gucken können, ohne dass wir nur zur Zeit nur auf den Zaun gucken. Was natürlich auch schön wäre, ist das Ganze aus Eisengittern zu machen. Ich glaube, die sind ein bisschen schmaler, da kann man noch besser durchgucken, aber mit sonst. Machen wir erstmal so, wenn wir genug Eisen haben, können wir das Ganze nochmal überlegen, wie wir das anders ändern. So, ich guck mal gerade, ob wir hier auf friedlich stehen. Ja, das ist natürlich schon schön friedlich, ne? Können wir aber auch mal wieder auf einfach machen. Wir wollen es doch einfach machen. So, jetzt machen wir mal ein paar Stufen hier hin. So, und somit haben wir doch viel mehr Aussicht. Mensch, das gefällt mir doch viel, viel besser. Hat mich ein bisschen gestört in den letzten Malen. Gucken, jetzt haben wir ja natürlich... Ihr könnt auch noch ein Schild dran machen. Wo habe ich das Schild denn da dran gemacht? Manchmal bin ich echt... komisch. Wenn ich was denn sehe, was ich hier mache. Auch wenn ich mir die Videos nochmal im Nachhinein angucke, dann denke ich mir auch oft so, meine Fresse, du. Das würde ich mir auch nicht angucken. Nein, natürlich würde ich mir das angucken. Das ist doch interessant. Aber, zack. Reicht. So, machen wir uns hier noch was dran. Es sind ja auch Gartenmöbel. Ich habe mir festgestellt, wenn die draußen immer im Regen stehen, dann sollten die auch rustikal sein. Und das ist ein ganz gutes Holz, was ich hier ausgesucht habe. Ja, das nennt sich Eiche. Ist auf jeden Fall mit Holz lasiert und da kann nichts passieren. Das wird auf jeden Fall uns ein Leben lang begleiten. So, genug der Laberei. Es geht weiter. Erstmal, natürlich, weil es dunkel ist, haben wir uns in die Koje, haben wir uns verdient. Oh, was schreibe ich denn da? Mensch, 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 wie umfällt den Knopf gekommen? So, okay, wir sind wieder da. Ja, unser Wauwau ist auch übrigens da. Apropos Wauwau, da könnten wir uns mal weiter auf die Tasche packen, denn wir haben einen Hund zu versorgen hier. Blub, blub, blub. Und, wie geht's deinem Schwänzchen? Ja, gut, ne? Das ist eine Spinne, die können wir noch gerade platt machen. Ich hätte Gravel mitnehmen sollen, hätte ich das hier aufgefüllt. Aber sonst... Oh, Creepermann! Nein! Ich hatte doch so schöne... Dingens. Ach, Mann. Stürzt mir jetzt nicht in die Tiefe hier, Leute. Hab ich Zaun auf Tasche? Ja, hab ich. Ich sollte es schnell irgendwie zubauen. Mann, wo kam der denn wieder her? Ach, Mann. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Creeper her. Schnell mal zubauen. So. Nein! Oh,
Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist natürlich auch schön jetzt. Und wie komme ich jetzt wieder raus? Ach, ich bringe mich in meinen Gelegenheiten. Da ist unser Schaf. Och Mann. Kleines Schäfchen. Komm, ich bringe dich nach Hause. Magst du schon, guck mal hier. Magst du, oder? Guck mal hier. Magst du das schon? Ah, frisst du noch nicht. Ich bringe dich mal irgendwie hier raus. Irgendwie. Ach ja. Guck mal hier. Kommst du mit? Komm, 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 komm. Jawohl. Ich lass doch kein Schaf im Regen stehen. Dann stinkt das doch und läuft vielleicht ein und wird das so groß wie hier. Ja, ja, der Übermut. Oh, wir machen die Spinne platt. Mhm, ist klar. So, komm. So, Schäfchen, alle her, alle her, alle her, alle her. Und zu. Und, ich muss raus. Entschuldigung. So, zu. Im Gatter hängen geblieben. Komm, macht euch nochmal Nachwuchs. Ach, guck mal, hier ist ein graues Schaf rausgekommen. Ah, das ist ja interessant. Und? Ich glaube, dass ich euer ein bisschen vergrößern muss hier, wenn ich weiter so Schaf produziere. Naja, aber nichtsdestotrotz, wir machen erstmal hier die... Ach du Scheiße. Ja, das habe ich natürlich... ja. Ich schluck mal ganz schnell die Erde auf hier. Schafi! Schafis? Kommt ihr hoch? Komm. So, ich helfe euch mal hoch. Ach du meine Güte, ich habe gedacht, ich mache hier mal so easy the going Let's Play heute. Nehmt das mal auf. Was ist? Nix ist. Die Schafe machen uns da einen Strick durch die Rechnung. Oder bisher ist der Creeper. So, was ist mit euch hier? Wollt ihr auch hoch? Die lecker Weizen haben. Ja, wollt ihr, ne? Ja, fein, ja, kommt. Kommt, 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 kommt. Du kommst auch mit, komm her. Du kommst auch mit. Ist das Kleine? Das ist auch am Start hier. Ach du meine Güte. Meine Güte. Kommt alle mal rein hier. Oh, jawohl. 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 Und ihr lasst mich raus. Zack. So. Aua. Ach. Naja, egal. Hauptsache sind die Schafe wieder drin. Ihr, das kann ich immer noch wieder schön machen. Apropos schön machen. So. Ich habe mir nochmal die Schnauze legen. So. Da wieder zu. Und erstmal hier die Stufen. Was heißt die Stufen? Die Kuhle. Das riesige, klaffende Loch hier. Hätte ich nicht ganz. Ja, du bist mir ein Wachhund. Da kommt ein Creeper und du sitzt hier einfach rum. Ach, Mann. Der muss reagieren, wenn ich angefallen werde. Hätte ich mir doch besser einen Dobermann geholt. Naja, was soll's. Okay, wir brauchen ein bisschen Erde. Komm, ein 60er Stack, der reicht erstmal. Ach, da kann ich die Wolle gerade wieder reinpacken, wo wir doch gerade schon hier sind, ne? Wolle war da oben. Jetzt werde ich auch noch ein bisschen anders gestalten, habe ich mir überlegt. Guck ich mal gerade das mal an, ob das überhaupt möglich ist. Ja, das sollte möglich sein. Ne? Naja, okay. Das kommt alles noch, wie gesagt. Aber dazu später. So, wir machen erstmal das Loch hier mal zu. Scheiß der uns einfach ein Loch hier hin. Das ist ja Wahnsinn. Ach, das hätte mir nicht genug zu tun hier. So. So, alles klar. Wenn ich springe, falle ich da durch? Nein. Ja, ihr seid feine Schafe. Ihr seid total feine Schafe. Ihr seid so feine Schafe, da werde ich gerne mal auf, mich mal bedienen hier. So und so. Drei verschiedene Farben. Krassamente. Na, kommt noch eins raus? Och, ist das süß. Das ist so süß. Ich kann mich gar nicht satt sehen an den Viechern. Naja. Okay, was haben wir vor? Wir wollen auf jeden Fall noch Redstone irgendwann mal bekommen. Deswegen müssten wir irgendwann mal... Ach, guck mal, eine Zuckerrohr. Ach, guck mal, hier ist jemand gestorben. Der Bambus, der wächst. Der Zuckerrohr zumindest. Jawohl. Ich würde gerne hier auch noch was bauen. Dafür gefällt mir aber hier dieses Plateau nicht. Habe ich eine Schaufel bei? Jawohl. Bauen wir hier ein bisschen ab. Weil das ist zwar schön und gut. Ich muss auch sagen, ich habe sehr wenig Wüste irgendwie hier um mich rum. Das ist ein bisschen schade. So, das Ganze füllen wir nochmal ein bisschen auf. Hauen wir den Weizen weg und die Erde dahin. Obwohl, oder? Nö, brauchen wir nicht. Brauchen wir gar nicht. Ich glaube, hier drunter wird dann auch
Okay, wir machen das wieder hin. Ich will das so ein bisschen natürlich auch natürlich halten. Natürlich, natürlich. Wie oft sage ich noch natürlich jetzt? Natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich. Natürlich will ich das natürlich. Wollen wir es nicht alle? So, genug des Blödsinns. Wir wollten noch hier ein bisschen Sand vergrößern. Ich mache mir so einen kleinen Strand, habe ich mir gedacht. Hoffentlich hält das. Oh. Hoffentlich hält das. Wollte ich mir den so ein bisschen vergrößern. Dafür reichen natürlich nicht 23 Sanddinger. Das ist natürlich viel zu wenig. Schon wieder natürlich gesagt. Heute ist natürlich mein Wort. So, das wird fallen. Aber ich hau die einfach hier dran, damit wir so ein bisschen Strand haben. Und wenn ich halt demnächst... Das wäre sinnvoll. Wenn ich demnächst nochmal ein bisschen, ja, Sand irgendwo finde, dann werde ich da auf jeden Fall mehr abtragen. Wir machen auf jeden Fall nochmal eine, ja, einen Rundgang demnächst hier mal über unsere schöne Gegend. Letztes Mal sind wir ja ganz gut vorangekommen hier. Wird schon wieder dunkel? Wo ist denn die Sonne? Da, nee. Achso, ich dachte, wäre ein Vogel. Naja. Hier wollte ich nämlich auch noch was bauen. Und zumindest da hinten. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Rundreise machen. Das ist schon mal klar, ne? Das ist, solltet ihr euch schon mal vormerken. Erstmal hau ich mir ein gebratenes Hühnchen rein. So. Oh, Entschuldigung. Naja, das musste sein. Aber hier, das ist auch ein bisschen sinnlos, ne? Mit dem können wir eigentlich auch Erde draus machen. Ach Mann. Ach Mann, ach Mann. Ich kleiner, kleiner. Ach so. Ach so, ach so. Dann habe ich nichts gesagt. So. Ich wollte uns nämlich hier einen schönen Strand machen, wo wir uns auch mal schön hinflitzen können im Sommer. Und einfach mal den guten Mann einen guten Mann sein lassen können. Habe ich gedacht, das ist bestimmt in eurem Interesse. Wenn nicht, dann, ne? Ihr wisst. Einfach in die Kommentare, wenn ihr irgendwas anders haben wollt. Kein Problem. Ich bin ja da flexibel. Wie eine Bahnschranke zumindest. Nein, das passt schon wirklich. Ich bin immer jede Kritik oder Verbesserungsvorschläge sind immer herzlich willkommen, mein Lieben. So, einmal kurz einen Schluck aus dem energetischen Drink. Wieder aus dem Glas, wo dieser energetische Drink drin ist. Rosen, also Seerosenblätter finde ich auch ein bisschen leicht sinnlos. Habe ich auch noch nicht draus, was man damit machen kann. Naja, und hier können wir nochmal ein bisschen vergrößern, weil der Laufweg ist mir ein bisschen wenig. Ja, es wird ein bisschen Frickelarbeit, ein bisschen Verschönerungen werden es jetzt gerade werden. Also nichts Besonderes, aber unsere Welt soll schöner werden, auf jeden Fall. So. So, ich mache das gerade mit der, mit dem Erdklumpen. Hau ich hier gerade mal weg. Ja, Mama, ich hab dich gehört. So, so. Machen wir das also ein bisschen größer. So. Und so. Okay, dann habe ich ja noch hier Stiefchen. Die können wir benutzen, um hochzugehen. Da brauchen wir nicht jedes Mal die Space-Taste drücken oder die Leertaste. Das wird gleich noch schön grün, alles klar. Dann haben wir das auch. Also ich fühle mich jetzt langsam so ein bisschen wohler als am Anfang. Muss ich schon sagen. Was mich natürlich noch stört, ist hier hinten diese blöde, vermaledeite Sumpflandschaft. Das ist all das, was ich jetzt nicht so toll finde. Dafür ist unser Fischerhaus richtig schön geworden. Und das hier ist natürlich auch suboptimal. Aber der Wasserklumpen ist gigantisch. Den lasse ich euch mal erstmal da. Mal gucken, was wir daraus noch machen. Ach, was mache ich denn? Ich bin Pfosten, ey. Ja, das könnte natürlich was dauern. Komm, scheiß drauf. So, machen wir hier noch einmal. So, und weil es so schön ist, hier nochmal. Ne, wir haben ja jetzt hier so eine schöne Fischerhütte. Guck mal, Eichholzbretter sind hier in der Natur. Naja. Ich mal kurz am Kopf kratzen. Oh, jetzt habe ich einen Splitter am Finger. Ha, alter Gag, ich weiß. Oh, es wird wirklich wieder dunkel. Ich glaube, wir hauen uns jetzt diesmal wirklich aufs Ohr und machen dann morgen früh weiter. Zack, einmal hingehauen. Ich habe ja was notiert, was wir machen können. Über den Zettel. Was picken wir uns dann da mal raus? Okay.